Mein ältester Fahrtechnik-Coaching-Kunde ist 84 und er hat in den letzten Wochen erstaunliche Fortschritte gemacht, nachdem er über 40 Jahre lang auf einem Level stecken geblieben war. Wie hat er es dann geschafft, in nur wenigen Wochen erhebliche Fortschritte zu erzielen? Indem er das befolgt hat, was du in diesem Video erfährst. Ich bin Roxy und obwohl ich auch Profis, andere Trainer und jüngere Biker trainiere, sind viele meiner Kunden im fortgeschrittenen Alter, also zwischen ca. 50 und 75 Jahren alt. In den letzten Jahren habe ich deswegen eine Herangehensweise entwickelt, von der du profitieren kannst, die du in jedem Alter anwenden kannst, die aber besonders effektiv bei Ü50ern zu schnellen und bleibenden Erfolgen in der Fahrtechnik führt. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es zum Erlernen von Mountainbike-Fahrtechnik mehr gibt, also da gehört einfach mehr dazu, als einfach Bewegungen nachzumachen. Genau genommen gibt es 5 Säulen, um Mountainbike-Fahrtechnik effektiv zu lernen. Du kannst dir diese Säulen wie die tragenden Säulen unter einem Dach vorstellen, wie die Säulen einer dieser antiken griechischen Tempel. Wenn eine Säule fehlt, stürzt das ganze Gebilde ein. Diese 5 Säulen sind Beweglichkeit, Kraft, die Fahrtechnikbewegung selbst, Koordination und das Mindset. Schauen wir uns diese 5 Säulen mal im Genauen an. Erstens Beweglichkeit. Beweglichkeit nimmt mit dem Alter ab. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn du nichts dagegen unternimmst, wirst du von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr weniger beweglich. Warum ist Beweglichkeit auf dem Mountainbike überhaupt wichtig? Naja, wenn du nicht über einen Bewegungsumfang verfügst, die du für eine bestimmte Bewegung brauchst, kannst du noch so viel an der Bewegung selbst arbeiten, dein Körper wird sie nicht ausführen. Hier ein praktisches Beispiel. Kürzlich hatte ich eine Teilnehmerin im Privatcoaching, die bereits bei unzähligen Kursen war und einfach immer noch Angst vor Steilpassagen hatte. Nachdem ich mit ihr eine Weile gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass sie in ihrer vorderen Muskelkette, also insbesondere in der Brust, sehr verkürzt war. Sie hatte Schwierigkeiten, ihren Kopf anzuheben und den Kopf in den Nacken zu legen. Kein großes Problem, denkst du vielleicht, naja, jetzt übertrag das mal auf das Bike in steilem Gelände. Wenn man nämlich steile Abfahrten fährt, bleibt man lange in der Position, weil natürlich das Bike unter dir nach vorne kippt, der Lenker weiter weg ist und du daher den Kopf länger im Nacken haben musst. Die Teilnehmerin hat jahrelang versucht, an ihrer Fahrtechnik zu arbeiten und hatte trotzdem immer Angst, wenn es steil bergab ging. Bis wir anfingen, an der Ursache ihrer Einschränkung zu arbeiten. Sobald sie die Beweglichkeit hatte, kamen die Skills extrem schnell. Sie fährt übrigens heute sehr, sehr gerne bergab. Komisch, ja? Aus diesem Grund habe ich übrigens ein gezieltes Trainingsprogramm für daheim entwickelt, das deine Beweglichkeit verbessert. Du findest es hier. Es heißt Gravity Yoga und ist eine nicht spirituelle, evidenzbasierte Technik, um schnell beweglicher zu werden, speziell für Mountainbiker. Ich habe es auch unten verlinkt. Die zweite Säule ist die Kraft. Auch Kraft nimmt mit dem Alter ab und die Muskeln verändern sich mit dem Alter. Die absolute Kraft nimmt ab und die Schnellkraft wird weniger. Sie wird weniger schnell. Es wird schwieriger, deswegen knackige Bewegungen auszuführen und kurze, intensive Kraftspitzen auszuführen. Außer du weißt, wie du die Bewegung anpassen musst. Wann brauchst du Schnellkraft? Zum Beispiel für den Bunnyhop. Kannst du ihn trotzdem lernen? Ja, aber du brauchst halt einfach einen bestimmten Ansatz. Die dritte Säule ist die Fahrtechnik selbst. Die Fahrtechnik selbst ist in der Regel eine Abfolge bestimmter Bewegungen, die du auf eine bestimmte Weise ausführst, in einer bestimmten Reihenfolge und in einer bestimmten Richtung. Mit zunehmendem Alter verlieren wir oft die Fähigkeit, visuell zu lernen, wie wir es als Kind konnten. Wir verlieren unsere, nennen wir es mal, angeborene Fähigkeit zu beobachten, uns etwas vorzustellen und dies dann einfach zu kopieren. Tatsächlich verlieren wir diese Fähigkeit bereits im Alter von etwa 12 Jahren, wenn das Lernen nämlich rationaler und weniger visuell wird. Deshalb ist es für Erwachsene und besonders für ältere Biker super wichtig, eine klare Vorstellung zu haben, und zwar eine klare innere Vorstellung und ein mentales Bild davon, was das momentane Zwischenziel ist. Nicht das absolute Gesamtziel, das Zwischenziel, bevor man mit dem Üben beginnt. Es ist mit fortschreitendem Alter also besonders wichtig, die einzelnen Teile und Phasen der Fahrtechnik zu kennen und vor allem auch die Teilschritte sauber erklärt und gezeigt zu bekommen,
damit du die Fahrtechnik in kleineren, verdaulicheren Häppchen wirklich annehmen und umsetzen kannst. Wenn du hier mit jemandem arbeitest, der sein Handwerk wirklich versteht, dir klare Strukturen bietet und dir sagt, in welcher Reihenfolge du welche Skills wie üben sollst, dann machst du schnelle Fortschritte. Denn du vermeidest, dass du dir kompensatorische Muster angewöhnst, indem du zum Beispiel fortgeschrittene oder fehlerhafte Techniken immer wieder wiederholst. Und hier kann natürlich ein professioneller Trainer, insbesondere bei Bikern ab einem bestimmten Alter, immens viel helfen, viel schneller Fortschritte zu machen, indem er dir hilft, an den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit in der richtigen Reihenfolge zu arbeiten. Die vierte Säule ist die Koordination. Und eigentlich geht es beim Erlernen einer Bewegung nur darum, den nötigen Bewegungsumfang zu nutzen, die Kraft zu haben und zu wissen, was man wann tun muss und dann seine Muskeln zu koordinieren. Klingt einfach, oder? Naja, wenn das so einfach wäre, dann hätte jeder die heftigsten Skills auf dem Mountainbike. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der an einem Tag gehen oder schreiben gelernt hat? Wahrscheinlich nicht. Weil diese Bewegungen genau wie Fahrtechnik nicht an einem Tag erlernbar sind, da sie eben Koordination erfordern und Koordination sich nicht in wenigen Stunden entwickelt. Genau deswegen muss das Erlernen von Fahrtechnik über einen längeren Zeitraum erfolgen. Und hier kommt dann auch Säule Nummer 5 ins Spiel, das Mindset. Darauf komme ich als nächstes zu sprechen, aber zunächst wollte ich noch ganz kurz was zur Koordination sagen, denn es hilft, wenn du deine Koordination off-bike verbesserst, um sie on-bike abrufen zu können. Ich habe ein kleines Follow-Along-Koordinationsvideo hier, ist gratis, kannst du mitmachen. So, jetzt kommen wir zu Säule Nummer 5. Meiner Meinung nach die größte und wichtigste Säule, denn sie bringt sonst alle anderen Säulen zum Umfallen, wenn sie fehlt. Das Mindset, die Einstellung. Der Grund, warum die meisten Biker, denen ich begegne, auf einem gewissen Level stagnieren, ist, dass sie kein Learning Mindset haben. Was ist das? Ein Learning Mindset ist kurz gesagt eine Einstellung, die Wachstum überhaupt erst ermöglicht. Sie ist der Nährboden für Wachstum. Ohne einen fruchtbaren Boden wird der beste Samen keine Wurzeln schlagen. Erstens weiß deswegen eine Person mit einem Learning Mindset, dass man Fehler machen muss, um voranzukommen. Dass Scheitern also kein unerwünschter Nebeneffekt ist, sondern sogar eine Notwendigkeit, um voranzukommen. Mit anderen Worten, du musst bereit sein, ungeschickt und vielleicht sogar tollpatschig auszusehen, wenn du eine unzusammenhängende, unbeholfene Bewegung ausführst, und du musst erkennen, dass es vieles gibt, in dem du wirklich schlecht bist. Das erfordert erstmal super viel Größe und mentale Stärke. Aber es macht ja auch Sinn, denn wie soll man sich weiterentwickeln, wenn man schon alles kann? Viele ältere Biker, vor allem diejenigen, die schon seit vielen, vielen Jahren fahren, mögen diesen Teil gar nicht. Sie haben regelrecht Angst, dumm dazustehen und trauen sich nicht, Fehler zu machen. Wenn du jedoch Angst hast, Fehler zu machen und denkst, dass du schon alles kannst, wie willst du dann Neues lernen? Zweitens gehört zu einem Learning Mindset auch, dass man regelrecht erpicht darauf ist, die Dinge zu tun, in denen man schlecht ist und nicht die Dinge zu tun, in denen man gut ist. Das bedeutet auch, dass du dich auf die Suche nach den Dingen machst und sagst, hey, das kann ich noch nicht, anstelle die Dinge zu suchen, die du schon kannst und immer mehr davon machst. Dazu ein Beispiel. Viele ältere Biker, die ich kenne, haben eine super gute Koordination und haben eine sehr, sehr gute Kondition und gehen immer wieder auf lange Ausfahrten und sagen, hey, ich mag diese technischen Abfahrten nicht, ich komme mit den Leichen gut zurecht, ich mag gern richtig lange und anspruchsvoll hart bergauf fahren, ich quäle mich total gerne. Sie machen also weiterhin lange Ausfahrten, verbessern mit jeder Fahrt ihre Ausdauer, tun aber null für ihre Beweglichkeit, Schnellkraft, Koordination, Fahrtechnik und auch wenig fürs Mindset, weil sie ja immer wieder das machen, was sie schon können. Wenn dieser Biker, ich nenne ihn jetzt einfach mal Helmut, nun denkt, hey, Moment, wäre es nicht saucool, einen Trail auf S2 sicher fahren zu können? Dann ist es sehr hart für Helmut, sich einzugestehen, dass alles, was er in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, ihm so gut wie gar nicht geholfen hat, diesen Trail sicher zu befahren und die Fahrtechnik dafür zu lernen. Zu sagen, okay, ich fahre seit 30, 40 Jahren, aber eigentlich habe ich fast keine Fahrtechnik, abgesehen davon, dass ich kräftig in die Pedale treten kann und eine Schotterabfahrt überlebe, das erfordert eine Menge Mut und extrem viel Größe.
Drittens, und das ist oft einer der schwierigsten Teile eines Learning Mindset, ist es, in der Lage zu sein, Folgendes zu machen. You need to regress to progress. Du musst also ein paar Schritte zurückgehen, um weiter nach vorne zu gehen, als du es bisher jemals warst. Und oft geht es auch Hand in Hand damit, Kritik von Leuten anzunehmen, die wahrscheinlich viel jünger sind als man selbst. Das Mindset ist der Schlüssel. Wenn du diesen Schlüssel gefunden hast, dann öffnet der Schlüssel die Pforten. Dann kommt ganz, ganz schnell der Punkt, an dem du plötzlich schnell und beharrlich Fortschritte machst, unabhängig von deinem Alter. Du musst also bereit sein, zurückzugehen, um voranzukommen. Stark genug, um dein Fundament zu bereinigen, um darauf dann eine solide und größere Pyramide zu bauen, als du jemals hattest. Falls du die Pyramide nicht kennst, ich habe sie dir hier verlinkt und auch unten. Denn das Fundament der Pyramide bestimmt, wie hoch und solide deine Pyramide wird. Die Pyramide, von der ich gerade rede, ist die Fahrtechnik-Pyramide. Wenn du das ganze Video geschaut hast, dann weißt du jetzt auch, weshalb es schlichtweg unmöglich ist, Bewegungen, Beweglichkeit, Kraft, Kondition in einem oder in zwei Tagen zu lernen. Versteh mich nicht falsch. Einige Kurse sind super. Du bekommst Impulse, du wirst viel Wissen bekommen, aber du kommst nicht vom Wissen ins Können. Du wirst nicht wie aus Zauberhand auf einmal verblocktes, anspruchsvolles Gelände fahren. Nein, du wirst auch nicht in einer Woche ein Bunnyhop oder Manual können. Du brauchst dafür strukturierte Übungen über einen langen Zeitraum, um deinem Gehirn und Körper die Zeit zu geben, die 5 Säulen, und zwar alle 5 Säulen oder zumindest 4 davon aufzubauen. Hier kommt übrigens mehrmonatiges Online-Coaching ins Spiel, denn dies ist die kostengünstigste und effizienteste Art, die 5 Säulen aufzubauen. Vor allem ab einem gewissen Alter, weil du stets professionelles Feedback hast, wenn du dabei bist, dich in eine Sackgasse zu manövrieren. Wenn du da mit mir arbeiten willst, dann findest du hier den Link und auch unten in der Videobeschreibung. Denn du hast dort verdauliche, altersgerechte Häppchen zum Lernen und Üben. Und wenn du mal ganz unverbindlich probieren willst, dann habe ich einen Gratiskurs für dich. Der ist hier. Deshalb mein Tipp aus langen Jahren hauptberuflicher Erfahrung. Arbeite zuerst an Säule Nummer 5. Dem Mindset. Das ermöglicht dir, deinen Coach zu finden, der mit dir an den anderen 4 Säulen arbeitet. Vielleicht ist dieser Coach du selbst, vielleicht aber auch nicht. Nach dem Motto, wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer erscheinen. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar unten hinterlässt. Bis zum nächsten Video, deine Roxy.